Mit Smolik habt ihr euch aber, wie gesagt, angenähert. Da ist meine Frage einfach, ist dieser Beef bzw. diese Konfrontation, die sich jetzt über 2 Jahre aufgebaut hat, ist die jetzt beendet? Kann man sich respektvoll ja, gegenübertreten? Ja, das hätte man sonst auch immer machen können. Und wenn dann nicht das passiert wäre, was passiert ist. Also im Endeffekt lag das ja nicht an mir und ich kann es einfach nur wiederholen. Der Michael hat das alles nur bestätigt. Und also, was heißt, man hätte sich auch schon viel früher respektvoll gegenübertreten können. Aber wenn dann immer weiter halt, es ist einfach. Wenn ein Haus auf Lügen aufgebaut ist, also dann zerfällt das irgendwann. Es kann gut gehen und es kann schlecht laufen, wie es in diesem Fall gewesen ist. Und ich, um Gottes Willen, das ist kein Vorwurf an Michael Smolik, sondern an sein Team oder sein Management, wer auch immer. Also auf jeden Fall steht dann Drahtzieher hinter und er hat halt darauf natürlich gehofft, dass es alles gut geht und immer weiter auf Lügen aufgebaut und auf Lügen aufgebaut. Wahrscheinlich wusste der Michael selber nichts davon. Ja. Um ihn jetzt mal hier an der Stelle auch in Schutz zu nehmen, das ist überhaupt kein Angriff oder sonst irgendwas. Aber dieses Kartenhaus ist dann halt im Endeffekt einfach nur zusammengebrochen. Und weil ich dann halt, ein anderer hätte wahrscheinlich viel früher schon aufgegeben, aber ich bin einfach dran geblieben und konnte das aufdecken. Und an der Stelle, wie gesagt, einfach nochmal hat der Michael alles richtig gemacht, dass er das einfach auch eingesehen hat, erkannt hat. Und natürlich, also ich bin ihm ja auch respektvoll. Das ist eigentlich so das erste Mal, dass ich Respekt vor ihm habe, weil er einfach das erste Mal auch ehrlich ist. Und was heißt das erste Mal ehrlich? Wahrscheinlich, wie gesagt, ich kann es nicht wissen. Im Endeffekt kann ich es nicht wissen, aber ja, also ich finde es, also ich, dem ist einfach nur Respekt zu zollen, einfach nichts mehr hinzuzufügen. Und da gibt es jetzt von meiner Seite aus auch kein Beef mehr oder Konfrontation oder sonst irgendwas, weil der Kampf ja in absehbarer Zeit stattfinden wird. Und Und wie? das ist ja alles, was ich jemals gewollt habe. Also, beziehungsweise in den 2 Jahren habe ich ja einfach nur den Kampf gefordert. Und der sollte ja anscheinend nicht stattfinden, aber jetzt findet er ja statt. Deswegen habe ich ja keinen Grund mehr, ihn anzugreifen oder sonst irgendwas, weil er ja auch einfach alles bestätigt hat. Ja, also du hast gesagt, dass du die Vermutung hast, dass Michael eventuell selbst nichts davon wusste. Meine Frage an dich ist es, hattest du jemals selbst ein persönliches Problem mit Michael Smolik? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich mit ihm persönlich überhaupt kein Problem. Nur, ich hatte ein Problem damit, mit der Person, die die einfach vermarktet haben. Also, und das war einfach nicht Michael Smolik, sondern das war einfach ein erschaffenes Produkt, wie ich es auch jedes Mal wieder gesagt habe. Und im Endeffekt scheint das Problem ja einfach beim Management gelegen zu haben. Deswegen kann ich an der Stelle auch sagen, ich habe mit ihm selber nie ein Problem gehabt. Ich wollte mich einfach nur auf einer sportlichen Basis messen. Und weil es einfach jedes Mal wieder gesagt worden ist, ja, es gibt keinen Gegner, es gibt keinen Gegner in Deutschland, wir müssen aus dem Ausland Gegner holen, obwohl es eigentlich genug Gegner gegeben hat. Und das war einfach nur mein Problem. So hat es auch angefangen, das kann auch jeder nachgucken. Und wie gesagt, also mit ihm selber persönlich hatte ich überhaupt gar keine Beziehung oder überhaupt kein Problem. Es ging einfach nur ums Sportliche. Und wie glücklich bist du denn jetzt, dass der Kampf zum Greifen nahe ist? Ja, ich bin sehr glücklich. Also ich bin vor allem glücklich für die Fans, die so lange gewartet haben, für die Mo-Armee, Mo-Family, auch von Smolik seiner Seite, ganzen Menschen, die das halt sehen möchten. Also ich freue mich riesig, dass der Kampf, ich weiß nicht, wann der Kampf stattfindet und wo er stattfinden wird, aber ich weiß, dass er kommen wird und das gibt mir dann halt auch Ruhe und ich bin zufrieden auf jeden Fall.